Die USA haben sich im Handelsstreit mit der EU über Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte geeinigt. Das wurde am Rande des G20-Gipfels bekannt. Danach werde die EU bestimmte Mengen von Stahl und Aluminium zollfrei in die USA importieren dürfen. Zudem würden beide Parteien in der Sache anhängige Verfahren vor den Gremien der Welthandelsorganisation aussetzen. Der Handelskonflikt war in der Amtszeit des früheren US-Präsidenten Trump ausgebrochen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bewertete die Einigung positiv. And this marks a milestone in the renewed EU-US partnership. Das ist ein Meilenstein in den neuen Beziehungen zwischen der EU und den USA. Und es ist unser wichtigster Punkt, die Stahlproduktion und den Handel klimafreundlicher zu gestalten. Es ist ein großer Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Die Vereinbarung ist offen für andere Partner, die ähnliche Ziele verfolgen. Die Stahlproduktion ist eine der Industrien, die am meisten Kohlendioxid erzeugt. Und damit diese Industrie nachhaltig ist, müssen wir an die Kohlendioxidemissionen ran. Wir müssen auch Überkapazitäten vermeiden. Und das ist es, worum es bei unserer Vereinbarung geht. And this is what the Global Sustainable Steel Arrangement is all about.